Samstagnachmittag hat sich direkt am Dreieck Werder ein dramatischer Unfall ereignet. Ein polnischer LKW fuhr aus bisher ungeklärter Ursache auf einen Suzuki aus Hamburg auf. Der Kleinwagen verkeilte sich unter dem mit Papier beladenen Lastwagen und fing sofort Feuer. Während die LKW-Besatzung unverletzt ins Freie gelangte, hatten die Suzuki-Insassen keine Chance. Sie starben im Wrack. Ein Großaufgebot von Feuerwehrleuten war vor Ort. Die Ermittlungen zur Identität der Unfallopfer dauern an. Wegen der schwierigen Lösch- und Bergungsarbeiten blieb die Autobahn in Richtung Magdeburg bis 0:30 Uhr gesperrt.